Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Rechts. Wir sind in Hallo. Budapest leider den letzten Tag. Wir sind schon am Packen, Auschecken und warten auf den Bus. Wir waren mit einem großen Teil der Kanzlei. Wie viele Leute waren wir? 24. Ich war fürs Durchzählen. Genau. Gucken, ob alle vollzählig sind. Ich musste nichts organisieren. Das hat alles das Team selbst gemacht. Ich sollte nur am Schluss die Kreditkarte Jesse übergeben. Zahlen. Ja, genau. Wir haben gearbeitet. Wir haben stundenlang zusammengesessen. Die verschiedenen Mitarbeiter waren aufgerufen, Kurzreferate zu machen. Ich habe gesagt, 3 Minuten. Manche haben dann doch 30 draus gemacht. Aber manche haben es auch sehr knapp gemacht, sehr auf den Punkt. Und es war deswegen auch nicht weniger Information. Wir wollen ein paar Sachen mit euch teilen. Jesse, womit fangen wir an? Fangen wir gleich mit Homeoffice an. Ich glaube, dass da ganz viele Leute auch davon betroffen sind. Homeoffice, das hat die Julia vorgebracht. Julia, wink doch mal in die Kamera. Julia sitzt nämlich in Stuttgart. Geht aus dem Bild. Und erlebt, dass man natürlich im Homeoffice abgeschnitten ist von Informationen. Genau, und auch von sozialem Kontakt. Deshalb, wir haben ganz viele Leute gehabt, die gesagt haben, ja, das geht mir auch so, ich traue mich nicht oder ich überwinde mich nicht, Leute einfach mal anzurufen, um ein bisschen zu quatschen. Das macht man halt auf Teams nicht, ne? Dass man einfach sagt, okay, hey, wie hast du gestern den Film gesehen? Okay, das ist Boomer-mäßig, das macht man halt sogar sowieso nicht, dass man über Fernsehprogramm spricht. Aber das, was man so in der Küche bespricht, diese Gespräche sind wichtig, ja. Nicht nur, weil es Spaß macht oder weil man eine Unterbrechung hat, aber man kriegt dort auch überhaupt erst mit, was in der Kanzlei passiert. Genau. Julia sagt, man kommt rein und weiß gar nicht, warum jetzt die Stimmung so schlecht ist. Ja, und ich glaube, es stärkt auch das Zugehörigkeitsgefühl. Man sitzt sonst alleine in seinem Zimmer, macht seine Arbeit. Und ich fand das bei Corona ganz, ganz beeindruckend, weil ich habe damals am Lehrstuhl gearbeitet und habe dann aber gemerkt, dass irgendwie die komplette soziale Komponente auf einmal weg war und nur noch die Arbeit übrig geblieben ist. Jetzt kennen wir das Problem, aber was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass wir, aber wir haben ganz viele unterschiedlich kreative Vorschläge bekommen. Sowas am besten wie, war das iPad auf der Kaffeemaschine, genau, mit oder ohne Ton. Ich glaube, mit Ton. Mit Ton, dass man zur Kaffeemaschine geht und entweder weiß man, okay, die Person hat gerade Kaffee, die kann ich jetzt gleich anrufen und stören, oder man spricht direkt mit der Kaffeemaschine. Ja, hallo, liebe Kaffeemaschine. Genau, oder man schaut, wer so alles da ist. Natürlich haben wir Videokonferenzen, wir machen ja jeden Tag um 11.30 Uhr unseren gemeinsamen Call und auch da ist der Punkt, dass man vielleicht sich nicht nur beschränkt auf, was haben wir für neue Fallanfragen, wer will sie machen, natürlich keiner, sondern vielleicht auch ins Gespräch kommt. Wir haben überlegt, das Konzept eines Moderators 2.0, wir haben ja schon einen wechselnden Moderator immer im Call, der vielleicht gezielt ein, zwei Leute im Call anspricht. Das weiß ich noch gar nicht, weil das habe ich mal beim Joggen mit Lisa besprochen, die arbeitet das Konzept aus. Und auch, dass die wichtigsten Informationen dann rausgetragen werden und an die Leute weitergegeben werden, die gerade nicht da waren an dem Tag. Also, das sind dann die sachlich wichtigen Informationen. Genau. Wir haben einen neuen Kanal in Teams eingesetzt für Sachen, weil es gab dann Informationen, die haben Leute dann nur über den Flurfunk mitgekriegt. Manchmal ist es auch so, dass es nur über den Flurfunk lanciert wird und dann sind die Leute im Homeoffice benachteiligt. Genau. Man sollte vielleicht dazu sagen, bei uns gibt es 100% Homeoffice. Es ist völlig frei, wer wann und wie oft kommt. Und manche Leute wohnen in Frankfurt, Dresden, Stuttgart oder einfach nur im Stadtteil. Die, die im Stadtteil von Würzburg wohnen, sieht man am seltensten dann. Ja. Und ich glaube, die Essenz daraus war, traut euch was zu sagen, wenn ihr dieses Problem auch habt. Weil eine hat es angesprochen und dann haben alle, die im Homeoffice gesagt, ja, mir geht das ganz genauso. War mir so nicht bewusst, weil ich bin ja selten im Homeoffice und deswegen sind wir hier. Das war das Thema Homeoffice. Ein großes Thema war noch Ausbildung und zwar zum einen die Frage, wollen wir Refas ausbilden? Okay, Rechtsanwaltsfachangestellte. Wir sind kein Ausbildungsbetrieb und ich denke mir immer, boah, wir gehen in die Schulen rein, machen Werbung für den Beruf, aber bilden selbst nicht aus. Wie blöd ist das denn? Wir kriegen immer die fertig ausgebildeten Kräfte von anderen Kanzleien. Das klingt ein bisschen wie Schnorren. Ja, und so fühlt sich's an. Vanessa hatte da den Punkt aufgebracht, sollten Leute nur dann ausbilden, wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen können, dass sie vielleicht eines Tages auch mal woanders arbeiten. Und zwar zieht in eine andere Stadt. Es muss gar nicht sein, dass sie hier sich wohlfühlen, weil der Gedanke war ja eigentlich, wer bei uns ausgebildet ist, bleibt hier sowieso bis zur Rente. Aber es kann ja mal anders kommen. Ja, genau. Und wir decken die Rechtsgebiete nicht ab, die man in der Refa-Ausbildung braucht. Das ist das Argument, das wir dazu Du erzählst hören. Es dich schon, Vanessa. Vanessa? Und das muss man natürlich dann auch ernst nehmen. Wir können selber ja gar nicht einschätzen, das ist Vanessa, wie das funktioniert.
Morgen. Warum sollen wir nicht ausbilden? Okay. Es könnte ein Rant werden, das ist dir klar um die Uhrzeit. Na klar. Okay. Ich bin der Meinung, man sollte dann nicht ausbilden, wenn man... Ich muss anders anfangen. Es ist zu früh für sowas. Wie könnt ihr das morgen schon machen? Du bist also, Streamerin. Die sind Tag und Nacht online. Nee, ich streame abends. Ich weiß abends. Warum. Also, okay. Ich bin der Meinung, wenn man ausbildet, hat man auch eine gewisse Verantwortung gegenüber denjenigen, die man ausbildet. Da wir eine sehr spezialisierte Kanzlei sind und eben nicht die üblichen Bereiche wie Arbeitsrecht, Mietrecht, Verkehrsrecht, Zwangsvollstreckung abdecken können und nicht mehr nach RVG abrechnen übrigens, sind das alles Themen, die in der Ausbildung eigentlich vermittelt werden müssen, die man nur theoretisch vermitteln könnte. Damit hat man dann zwar am Ende, Arbeitende, die oder Mitarbeitende, die sehr spezialisiert auf die eigene Kanzlei zugeschnitten sind. Aber wenn die dann aus unerfindlichen Gründen, und das muss ja nur ein Wegzug sein, nicht mal, weil es ihnen hier nicht mehr gefällt, nicht mehr bei uns arbeiten, vielleicht schwierig einen anderen Job finden, weil sie das normale Refa-Arbeiten gar nicht kennen. Okay, also vorerst keine Auszubildenden bei uns. Sorry. Ja. Ja, jetzt hätte man den Falk als nächstes dazu. Genau, hol mal Falk dazu. Für den Feelgood-Manager 2.0. Ja. Der Feelgood Manager 1.0 ist etwas, was wir schon vor Jahren installiert haben, dass es nämlich für jeden in der Kanzlei einen Ansprechpartner gibt, der die Aufgabe hat, dafür zu sorgen. Das klingt jetzt ein bisschen romantisierend mit Feelgood Manager 1.0. Falk, komm dazu, wir erklären erstmal, was der Status quo ist. Und du musst so weit nach hinten gehen, damit du ins Bild passt, aber keine Sorge, wir werden dich trotzdem hören. Also Feelgood Manager 1.0 kennen wir schon, hat funktioniert für neue Mitarbeiter. Warum brauchen wir einen 2.0? Ja, wir brauchen Feelgood Manager 2.0, weil wir werden halt immer größer. Man kriegt nicht immer alles mit und insbesondere wollen wir sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter neben seinen Teamkollegen, die er hat, auch nochmal eine Ansprechperson hat, in der man vielleicht Sachen klären möchte oder mal durchsprechen möchte, die vielleicht nicht für alle Ohren bestimmt sind. Und was ist 2.0? Naja, 2.0 ist im Ergebnis halt eine ganz neue Komponente, nämlich der Punkt, dass man halt sagt, der Feelgood Manager hat halt auch die Möglichkeit, notfalls mal Sachen auch mitzunehmen, zu Vorgesetzten oder ähnlichem Themen anzusprechen, damit halt insgesamt die Kanzlei als Ganzes halt auch ein bisschen besser werden kann. Okay, super. Das war der Feelgood Manager 2.0. Jesse, was hatten wir noch? Wir hatten sonst noch ganz viele kleine Themen, sowas wie... Mittagessen, wo wollen wir in Zukunft bestellen? Ja, das Dilemma ist, wir haben einen leckeren Caterer gefunden, der macht aber kein veganes Essen. Genau, aber wir haben eine neue Mitarbeiterin, die vielleicht ab und zu mal was bei Tiefkühl-Lieferdiensten in den Topf hauen könnte. Das können Konzepte sein. Sie sind dann auch ziemlich schnell entschieden. Was noch? Was hatten wir denn noch? Wir hatten uns Notizen gemacht irgendwann, ja. Wir hatten noch ein Skript geschrieben. Lies doch einfach vom Teleprompter ab. Ich kann mal gucken, erzählen, dass wir gestern irgendwelche Influencer getroffen hatten, ich nicht erkannt hatte. Und Sadie weiß das. Sadie, welche Influencer waren das da am Nebentisch? Ich habe keinen erkannt. Am Nebentisch saß zu meinen Revenzeit, Sascha, also unsympathische Frau, und Malte Zierden saß da auch. Und noch ein paar andere aus der Gruppe. Okay, und ich bin total peinlich, wenn mir es nicht sagt. Aber ich erinnere mich, ich kenne Leute, die Leute kennen. Und sind wir hingegangen, haben Selfie gemacht. Anscheinend macht man das so. Hallo, ich bin auch auf YouTube. Ich habe auch ganz viele Follower. Die haben die auch 30.000 Follower? Die haben also allein auf YouTube haben sie über 6 Millionen Abonnenten. Sadie sagte, an dem Tisch da drüben sitzen 6 Millionen Abonnenten zusammen. Okay, also vielleicht wäre das der Moment zu sagen, wenn euch das Video gefällt, drückt auf abonnieren. Liked, kommentiert, folgt uns. Alles klar, danke Sadie. Du hast jetzt die weiteren Themen. Genau, die schönste Erkenntnis, die ich jetzt hatte aus dem Ausflug war, dass wir, obwohl wir jetzt über viele Sachen gesprochen haben, die nicht so gut funktionieren, wo Leute unzufrieden sind, dass wir trotzdem insgesamt so eine sehr schöne Stimmung haben in der Kanzlei, sehr viel Zusammenhalt. Zum Beispiel Panik und Aufbruch, der Bus kommt gleich. Es hat jeder Interesse daran, dass es besser wird und dass es auch für die anderen besser wird, nicht nur für sich selbst. Das fand ich richtig schön. Ich finde, man baut Vertrauen auf, man baut Beziehungen auf. Ja. Hier treffen sich Leute und das ist immer so eine Freude zu sehen, die sehen sich sonst nie, weil einige Leute nur ganz selten da sind oder alle im Homeoffice und dann sitzen die einfach mal stundenlang zusammen oder laufen im Regen durch die Innenstadt und
lernen sich kennen und das schafft Vertrauen, was man braucht, weil ansonsten haben wir immer nur mit Forderungen, der eine will was vom anderen, irgendwas muss gemacht werden und da ist auch oft ein harscher Ton. Man hat mal Zeit zu fragen, wo kommst du eigentlich her, was machst du eigentlich gerne in deiner Freizeit? Und dann sieht man die Menschen auch mal als Mensch oder als Sänger. Wir hatten ja eine Musikeinheit. Gestern haben wir früh erstmal gestartet mit Rhythmus- und Gesangsübungen. Das hat Christian gemacht, der im Grunde eigentlich ein Berufsmusiker hätte werden müssen, aber dann hat er doch noch Jura studiert. Und ich glaube, Julia ermahnt uns gerade zu loslaufen, aber wir schaffen das schon. Wir rennen hinterher und schnappen dann das Stativ. Was war noch? Kapazität. Eine Grundfrage, und das ist eine wirklich die strategische Frage, betrifft jetzt nur unsere Kanzlei, ist, wie gehen wir damit um, dass wir mehr Langeweile wieder haben, weil wir zu viel zu tun haben? Und eine Möglichkeit wäre gewesen, und dazu wäre ich bereit gewesen zu sagen, wir nehmen keine neuen Mandanten an oder sagen sogar den bestehenden Mandanten, dass wir die Fälle nicht mehr bearbeiten können, dass wir weniger bearbeiten müssen. Hat nicht viel Zustimmung gebracht. Nee, also der bevorzugte Weg, den zu dem, über den sich alle einig waren oder die meisten einig waren, dass wir lieber weiter wachsen sollen, uns bessere Ausbildungskonzepte überlegen sollen, nochmal die jetzt auch mit unserer wachsenden Größe zusammenpassen, dass man trotzdem nicht den Blick auf die individuellen Personen verliert, die man ausbildet und dadurch dann Entlastung schafft für andere Leute in der Kanzlei. Hast du eigentlich auch Gepäck, Jesse? Oder, Ja, das steht da hinten. Okay, dann erzähle ich dir mal weiter, was das bedeutet. Also wenn wir jetzt mehr Kapazitäten schaffen, bedeutet das, was wir natürlich ausbilden müssen. Weil es wäre naiv zu glauben, dass man einfach ausschreibt und sagt, hallo, wir brauchen Anwälte, die ausgebildet sind in IT-Recht und am besten noch sich mit Open-Source-Recht auskennen. Die müssen wir selbst ausbilden und dafür brauchen wir bessere, zuverlässige Konzepte, dass man nicht einfach nur mitläuft und irgendwie mitkriegt, was funktioniert und was nicht, sondern dass das strukturiert wird. Und ein Konzept dazu war, dass Leute einem Team zugeordnet werden. Okay, das mag jetzt banal klingen, aber es wäre tatsächlich neu. Ansonsten sind die Anfänge immer ziemlich rumgereicht worden. Das war Ausbildung, aber das muss weiter. Da ist Sebastian. Sebastian, guck mal in die Kamera. Ausbildungskonzept. Es wird gut, ja. Es wird gut. So, und das hier ist die OPA Seiteneingang. Was haben wir noch? Ich glaube, das waren so die großen Themen, ja. Okay, dann können wir jetzt schauen, wie wir hier nach Deutschland zurückkommen. Wir haben ja echt Glück gehabt, dass wir auf dem Hinflug nicht gestrandet sind. Die Schlange am Flughafen war ins Gebäude raus, ins Gebäude rein und dann über alle Treppen hinweg. Aber lustigerweise war die Schlange so lang, weil die Leute zu früh angereist sind. Ach, das war der Grund? Ja, das war so der Grund. Ja, wir waren zu früh da und deshalb waren die Schlangen so lang, weil Security nicht hinterhergekommen ist. Dabei waren die super effizient. Das war am Flughafen, also da ging keine Zeit verloren durch das Karussell. Also die Kisten gingen durch den Scanner. Also, und freundlich waren sie auch noch. Ja, total. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ich habe mit den beiden noch ein bisschen rumgescherzt. Ich meine, oh, ist aber viel los heute. Sag ich, ja, aber man muss halt arbeiten. Aber wir waren gut drauf, weil wir waren auf dem Weg. Guck mal, hier müssen jemand diese Oper im Hintergrund ansehen. Ja, es ist wirklich richtig schön hier. Ja, also das ist der beste Teil am Job, mit dem Team nach Budapest zu reisen. In 2 Jahren geht es in eine andere Stadt. Also wenn ihr euch bewerben wollt, wir machen mal einen Wechsel. Könnt ihr Vorschläge einreichen, dann wo wir hinwollen. Genau. Wir haben abgestimmt und Budapest hat gewonnen. So, jetzt kann ich einfach das Ding hier stehen lassen, während wir hier warten. Ja, genau, mit der Oper. Opa und Team, die werden gar nicht gefragt, aber ich glaube, die haben schon implizit zugestimmt, dass sie immer Beiwerk sind, womit wir beim Urheberrecht sind. Also, wir fahren alle 2 Jahre zu einer größeren Location übers Wochenende, oft über einen Feiertag oder Brückentag. Und das bedeutet auch ein großes Opfer für die Mitarbeiter, weil die müssen ein Wochenende damit aufbringen. Und wir haben dann echt gearbeitet. Also ich glaube, Jesse, kein guter Deal. Hast jetzt an dem Wochenende mehr gearbeitet, als wenn wir zu Hause geblieben wären. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und, aber wir waren auch ein bisschen in der Stadt unterwegs. Ja. Was hast du gemacht? Warst du die Team Therme? Nein, du warst das Team E-Scooter. Und Dokumentation der Ergebnisse. Genau. Oh, blöd, du musstest arbeiten. Ja, wir haben auch schon Regeltreffen, neue Treffen beschlossen.
Arbeit, die sich anschließt jetzt. Ja, aber ich finde, es zeigt auch, dass die Leute hier wirklich was mitgenommen haben und es für wertvoll halten, dass man sich austauscht, weil sie sich wieder treffen wollen. Und ja, wir müssen direkt dran anschließen, aber das Besondere ist, die Verantwortungen, die Überlegungen, liegt alles im Team. Also dieser Laden wird nicht zentral geführt. Also ja, manchmal muss ich ein paar Sachen anstoßen oder weitergeben, aber eigentlich wird die ganze Managementarbeit durch die Mitarbeiter gemacht. Okay, so viel dazu. Ich glaube, jetzt stehen sie alle an, um das Gepäck einzuladen. Los geht's. Vielleicht kriegen wir Ärger, wenn wir nicht dabei sind. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.